Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play meinerseits. Ich bin der Kinsey und wir spielen heute 7 Days to Die. Ich habe es vorhin schon mal versucht, ein bisschen zu zocken. Ich muss ja gucken, ob das alles so funktioniert. Musste mir dann noch eine neue Aufnahmesoftware holen, musste die Grafik runterstellen. Also mein Rechner ist jetzt 4 Jahre alt und der schwächelt schon an der Grafik. Und die ist nicht so besonders. Außerdem habe ich meine Brille vergessen. Ne? Oh, ist ja doch HD. Ha. Na gut. Vielleicht lag es an der Brille, aber ich weiß nicht. Meh. Aber es macht Spaß. Also ich bin echt begeistert. Es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, DayZ meets Minecraft. So, ich habe vorhin, wie gesagt, schon mal angefangen, deswegen kann ich jetzt Continue Game machen. Start. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Also Fraps bin ich auch sehr begeistert von. Schon ein paar Testaufnahmen gemacht. Funktioniert. Alles klar. Goodbye MSI Afterburner. Was ist da? Was? Was? Was willst du von mir? Ich bin benommen gewesen. Was war das denn? So habe ich mich vorhin aber nicht ausgelockt. Ich nehme ein paar Steine mit. Hilfe, ey, es sind überall Zombies. Überall. Böser Busch. Oh. So bekommt man also Stöcker. Mein Gott! Ich bin vorhin extra. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich war vorhin in der Stadt. Ich bin extra aus der Stadt raus, weil ich dachte, die Städte seien Zombie überfüllt. Jetzt bin ich hier im Wald. Wenn man das so nennen kann. Hab mir erhofft, dass da vielleicht weniger Zombies sind. Aber. Pustekuchen, Arschgeleckchen, du wirst fertig gemacht. Oh, 17 Federn. Vielleicht kann ich mir daraus später noch Pfeile craften. Ja, ja. Wir nehmen erstmal alles mit. Looten und leveln. Looten. Ohne leveln. Ah. Ah, ist das noch Müll? Kann ich den untersuchen? Ja. Clothes Fragment, okay. Man hört auch ganz oft Babys schreien in diesem Spiel und man weiß nicht, von wo es kommt. Ich würde das Baby echt gern retten, aber ich find's nicht. Ich find's einfach nicht. Halt aus, Baby, ich rette dich. Was war das? Ah ja, Bricks nehme ich mit. Alter, du gehst mir auf den Sack. Ich habe Unturned gespielt. Ich weiß, wie ich Zombies mit der Hand verprügeln muss. Immer ins Gesicht. Yeah, 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 yeah. Immer ins Gesicht. Schade. Oh, Alkohol? Nee, Öl. Hm, auch gut. Dafür gab es kein Achievement. Ich habe einen Zombie mit meinen verfickten Händen umgebracht. Kein Achievement. Ich bin gespannt, wohin uns unsere Reise noch führen wird. Also ich würde auch gerne irgendwann ein Häuschen bauen. Oder zwei. So, jetzt wo wir es wissen, dass das gar kein Problem ist, können wir die Zombies auch schön vermöbeln. Nur ein bisschen aufpassen, dass sie mich nicht hauen. Da war ein Busch hinter mir. Meins. Was ist? Was? Was? Was ist denn los? Oh, ich dachte, er haut noch ein bisschen länger in die Luft. Das ist ein Schattenboxer.
Und ich bin ein Zombie-Boxer. Auf die Ende. It's me, Mario. Was? Burn Victim. Stinkt auch ein bisschen verbrannt. Apropos stinken. Links unten ist irgendwie bei mir immer eine Nase abgebildet. Ich weiß nicht, ob meine Nase gebrochen ist. Ich kann den mitnehmen, cool. Oder ob man vielleicht was riechen kann. Oder ob es hier einfach stinkt. Dass es eine Anzeige dafür ist, dass es stinkt. Oder dass ich vielleicht gerochen werde, weil ich irgendwas bei mir habe. Hier zum Beispiel Schinken. Packe ich mal den Schinken weg. Ah. Das heißt, wenn man etwas bei sich hat, was die Zombies riechen können, dann erscheint da eine Nase. Ah ja, emitting smell. You are carrying something that smells and attracts zombies. Store it in a container. Ich würde es aber gern behalten. Einen Moment noch, bis ich irgendwo einen Unterschlupf oder sowas habe. Weil das hier akzeptiere ich nicht als Unterschlupf, ne? Und ich weiß leider auch nicht, wie ich crafte. Und sonst würde ich mir vielleicht ein Häuschen bauen, aber nicht in dieser Lage. Nein. Hier ist ja alles verkohlt. Heute suchen wir uns ein schöneres Fleckchen. Nehmen wir ein paar Stöcke mit. Da brauchen wir bestimmt bald welche von. Habe im Ladescreen schon gelesen, wie man sich eine Axt baut. Aber dafür brauche ich noch pflanzliche Fasern. Glaube ich, waren das. Habe ich die vielleicht sogar schon? Stick. Nope, nope. Oh, ich habe sogar einen Iron Pipe. Moment. Nee, ist zu kurz, ne? Kriegst mein Schinken nicht. Aufs Gesicht, ins Gesicht und nochmal eine Schönheits-OP. Ja. Da geht er down. Was ist das? Candy in a can. I want some candy in a can. I wanna have my candy can. Bird Nest? Keine Eier, aber jede Menge Federn. Brauche ich bestimmt, um Pfeile zu craften. Also ich habe im Trailer, habe ich auch gesehen. Sonst spiele ich fast blind. Kurz bei German Let's Play reingeguckt. Nur um mich zu informieren, was das überhaupt für ein Spiel ist. Und da habe ich mir gedacht, oh, looten, craften, geile Sache. Nehmen wir. Und was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, man kann aus den Federn bestimmt noch Pfeile craften, weil im Trailer habe ich gesehen... Oh, ein Pokal. Den habe ich mir verdient. Im Trailer habe ich gesehen, dass man später auch eine Armbrust machen kann. Und dafür braucht man ja Pfeile. Und an Pfeilen machen sich immer Federn gut. Um sie in der Luft zu stabilisieren. Komm, ist mir egal. Ich vermöbel den Hirsch. Hallo, Hirsch. Oh, der ist schnell. Der hat eine witzige Laufanimation. Hip, hip, hip. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Kompass habe ich leider nicht. Und es ist schon 6 Uhr. Könnte bald dunkel werden. Und ich... Oh. Ihr armen Seelen. Ich nehme mal euer Hab und Gut. Gut, ihr braucht es ja nicht mehr, ne? Was ist hier denn passiert? Überall Müll? Ja, komm. Der eine noch und dann weiter geht's. Was ist das? Repair Tool, geil. Zwar halb kaputt, aber nehmen wir mit. Wer weiß, wofür wir das noch gebrauchen können. Was? Das ist schon wieder ein Zombie, der in die Luft haut, ne? Hab ich genau gehört, Junge. Hab ich genau gehört.
Das gefällt mir ja nicht. Selbst wenn ich bauen könnte, ich würde hier doch kein Haus bauen. Ist doch hässlich, die Gegend. Ödland. Das kann doch nicht alles sein. Ne, weg. Ist das ein Stick? Ach, das ist schon wieder der nächste. Ich habe noch einen Kuchen. Den kann ich mir einverleiben, falls ich Hunger bekomme. Ich sehe gerade, da ist schon ein Drittel leer. Hungerliste. Kann ich den Ofen zum Braten benutzen? Naja, ohne Strom wahrscheinlich nicht oder Gas. Ja, Leute, folgt mir ruhig. Ich nehme mal ein paar Steinchen mit. Wir machen Parade. Eine Zombie-Parade. Ja, schön. Komm mit. Meins. Also ich beende diese erste Folge nicht, bevor ich ein schöneres Gebiet finde. Nein. Das sehe ich nicht ein. Ist ja voll hier wie nach einem Großbrand, ja. Das passt ja auch zu dem verbrannten Leichen. Ich habe das Gefühl. Nein, hier war ich noch nicht. Noch ein Pokal, den ich mir auch verdient habe. Potato Seeds. Ah, man kann auch eine Farm bauen anscheinend. Nehme ich gerade mal so an. Und in den Dingern sind meistens Gläser. Soll ich mal eben gucken, dass ich welche voll mache? Milky Water? No. Ich verbiss mich ja schon. Ist gut, ich habe hier noch ein Wasser. Geht nicht. Ich muss das wohl selber abkochen, das Wasser aus dem Fluss. Und dazu muss ich noch sagen, ich habe vorhin schon Flusswasser eingesammelt und das ist ein bisschen eklig, das Flusswasser. Aber bevor man gar nichts hat, ne, trinkt man auch das. Ich finde voll viele Patronen. Keine Waffe. Nee. Kann ich den nicht zum Zuschlagen verwenden? Nope. Was haben wir denn noch? Was können wir denn hier mal... Das ist sowas, ja. Uah. Dann muss ich erstmal bei den Händen bleiben. Ich werde jetzt auch erstmal nichts mehr looten, auch wenn es mir echt schwer fällt, an den ganzen Kisten und Müllsäcken vorbeizulaufen. Aber ich möchte gerne ein schöneres Gebiet finden. Aber ich möchte nicht die ganze Zeit in diesem Gebiet rumdaddeln. Das ist einfach optisch zu trist. Viel zu trist. Oh, da lebt das Gebiet. Oh, ja. Wir kommen in Flachland. Mehr gibt's denn nicht? Breaks. Oh, Old Sandwich Guy. Also wenn ich das esse, bin ich bestimmt tot. So grün wie das aussah.
bin, glaube ich, von da gekommen. Laufe ich jetzt hier lang. Hey, da bist du ja wieder, Hirsch. Eine Straße. Ist eine Straße, oder? Ja. Da kann ich ja mal entlang laufen. Bald kommt die Nacht. Ich habe noch keinen Unterschlupf. Small Stones. Also ich kann echt viel tragen. Das muss man mal sagen. Sag mal, ich habe doch die ganze Zeit irgendwelche Steine eingesammelt. Ja, das sind Small Stones, aber die Bricks meine ich. Wo habe ich die Bricks? Scrap Iron. Also das ist natürlich doof jetzt. Wie heißen die? Cinderblocks. Die meine ich. Die habe ich doch die ganze Zeit jetzt eingesammelt. Wo sind die? Cinderblocks 21, da. Die kann ich nämlich platzieren. Dann müsste ich mir dann ja eine... Könnte ich mir dann eventuell eine Wand bauen. Kann ich auch. Ach du Scheiße. Mehr kann ich damit nicht machen? Und da kann ich durchlaufen. Leute, das bringt mir gar nichts. Ach du Scheiße. Oh. Schön, ein Holzfällerlager. Das ist jetzt meins. Meins. Ob das was bringt. Gibt's den Behälter? Schnell das Fleisch weg und schnell das Sandwich weg. Was habe ich noch? Das war's. Ach, das sind Patronenhülsen, okay. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe schon mal eine Matratze. Das ist physikalisch nicht möglich. Kann man nicht drehen? Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt hat er sie kaputt gemacht, du Arschloch. Also wie... Oh mein Gott. Also wie ihr seht, ist die Umgebung zerstörbar und auch die Zombies können mir Fenster in die Wohnung schlagen. Du machst das nicht weiter, böser Zombie. Oh, fuck. No way. What the fuck is going on? No, don't do that. Da kann ich durchlaufen, ne? Da kann ich durchlaufen. Nein, kann ich nicht mehr. Wah, 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 wah. No way. Wow. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich lebe noch.
Leute. Wie geht's euch? Alles fit bei euch? Die wollen mich mobben. Das kann doch nicht sein. Es musste doch irgendwo eine, ich wollte gerade sagen, ein anderes Biom geben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, yeah. This is the place I want to be. Whoop, 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 be do. Huch, da ist mir die Platte vollgelaufen. Das tut mir leid. Aber wir sind zumindest in ein neues, ich sag mal, Biom jetzt, in ein neues Gebiet vorgedrungen. Nächste Folge will ich dann mal gucken, dass ich mir da ein kleines Häuschen bauen kann oder so. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das finden wir dann schon zusammen heraus. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, abonnieren wäre echt richtig knorke. Und dann sehen wir uns nächstes Mal hoffentlich wieder. Und reingehauen.